Hallo Welt und hallo YouTube. Ja, endlich ist es soweit. Endlich geht es darum, diesen Verteiler hier vor mir zusammenzubauen. Und ich freue mich eben selbst schon unheimlich darauf, denn ich hatte im Vorfeld ja schon alles Mögliche erzählt zu den Hintergründen dieses Projekts und eben zu den Überlegungen, die ich mir gemacht habe für diesen Verteiler. Und jetzt im Folgenden soll es eben darum gehen, das Ganze zusammenzusetzen, das viele Material, das ich hier bestellt habe, zu verarbeiten. Werkzeug ist eben schon vorbereitet und insofern legen wir einfach mal los. Für den Verteilerbau habe ich diesmal eben zwei Kameraperspektiven vorbereitet, einfach um die Geschehnisse hier so ein bisschen besser abzudecken, denn ich habe hier eine Menge Material, eine Menge Komponenten und das ist gar nicht so einfach, das alles irgendwie sinnvoll in ein Kamerabild zu integrieren. Falls das ein oder andere Detail untergeht, dann tut es mir natürlich leid. Lasst mir in den Kommentaren wissen, wenn ihr da weitere Fragen zu habt, zu den verwendeten Komponenten oder Techniken oder sonst was und dann finden wir da sicherlich in den Kommentaren Antworten drauf. So, damit genug der vielen einleitenden Worte. Damit möchte ich nun endlich beginnen. Und im ersten Schritt gilt es eben, die Tragschienen einzusetzen. Die sind eben, so kann man die fertig kaufen, passend zur Schrankhöhe. Und das Schöne oder Interessante ist, dass es hier seitlich nochmal Löcher gibt. Und damit kann man so ein bisschen ablesen und erkennen, wo später die einzelnen Reihen, wo die Hutschienen angebracht werden müssen, um eben die Reihen zu bilden. Immer zwischen diesen zwei Löchern hier kommen eben später Hutschienen hin. Das markiere ich mir jetzt hier eben auch, denn später wird man das nicht mehr sehen und dann hat man das Problem, dass man vielleicht nicht weiß, welche Löcher man hier von diesen vielen nutzen muss. Und insofern mache ich mir hier mal Markierungen, um eine Orientierung zu haben, welche Reihe wohin kommt, denn ansonsten kann ich das nachher 10-mal umschrauben, um dann die richtige Höhe herauszufinden. Und das möchte ich vermeiden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, all das außen zusammenzusetzen, also nicht im Verteiler selber. Allerdings möchte ich das hier gleich im Verteiler zusammenbauen. In erster Linie deswegen, weil ich hier die Komponenten zum Teil auch zum ersten Mal benutze und einfach nicht weiß, wie die Abstände sind. Und wenn das nachher nicht zusammenpasst alles und ich die falschen Schraublöcher benutzt habe, dann kommt es zu dem Problem, dass das halt nicht sich einsetzen lässt, alles nochmal umgeschraubt werden muss. Das möchte ich vermeiden, indem ich hier die Tragschienen eben direkt montiere. Mal schauen, wie gut man dann da überall hinkommt. Vielleicht werden wir es auch noch mal rausschrauben. Das wird sich noch zeigen. Wie gesagt, jetzt in dieser Kombination baue ich den auch zum ersten Mal, den Schrank. Und diese Komponenten, die ich hier verwende, hatte ich ja in vorangegangenen Videos auch schon gesagt, die sind auch nicht ganz üblich. Also das ist eine schöne, nette Lösung, aber das ist eben jetzt hier kein Standard, den man so vorkonfektioniert kaufen kann und mit dem man es jeden Tag zu tun hat. Und ansonsten schraube ich jetzt hier einfach diese Tragschienen fest. Benutze natürlich hier diese Drehmomenteinstellung meines Akkuschraubers, um die Feingewinde nicht zu zerstören. Aber ich habe auch keine Lust, hier jetzt irgendwie mein Handgelenk oder einfach 1000 Schrauben hier reinzudrehen. Damit werden jetzt eben die Tragschienen montiert. Der Schrank, der ist ja hier, besteht aus zwei Feldern. Das wird hier so eine Mischung aus zweifeldigen und einfeldigen Komponenten. Hier im oberen Teil, übrigens, das kann man erkennen, zum Beispiel an diesen Plastikfüßen. Also hier ist oben, da ist unten, das hatte ich vorher nicht dazu gesagt. Und hier im unteren Teil gibt es eben diese Plastikfüße, die man nachher wegbricht. Und daran kann man das auch erkennen, solange das hier jetzt so auf dem Tisch liegt. Und hier im oberen Teil, also die oberste Reihe, wird eine Reihe werden, auf die viele Reihenklemmen, da werden viele Reihenklemmen angebracht werden. Und auf diesen Reihenklemmen wird dann eben alles verdrahtet, was hier aus dem Schrank kommt und dann über diese Leitungen ins Haus führt. Das wird eine zweifeldige Schiene und die habe ich hier auch irgendwo vorbereitet. Da liegt sie. Und auch da muss ich tatsächlich einen Teil noch nachbestellen. Das ist jetzt eine UZ02B4. Und das Lustige ist, ich habe hier irgendwie 50 Schienen, die eben zweifeldig sind, aber für diesen Fall nicht passend sind. Denn es gibt auch bei den Schienen nochmal verschiedene Varianten. Das ist eben über diese B4 hier kodiert. Diese hier eignet sich eben, wie man das jetzt hier sehen kann, über mehrere Felder hinweg angebracht zu werden, in Verbindung mit Isolierstücken in meinem Fall. So, nach einem kleineren Hustenanfall, also nochmal ein neuer Anlauf. Die Tragschienen sind jetzt eben montiert und ich möchte jetzt hier die einzelnen Reihen installieren. Dazu vielleicht sollte ich auch noch dazu sagen, dass hier der obere Teil des Schrankes ist und hier der untere Teil zu erkennen, eben auch an diesen Plastikfüßen, die dann später noch weggebrochen werden. Und jetzt gilt es eben hier, die Reihen zu installieren in der horizontalen, eben senkrecht zu den Tragschienen. Und die könnte man jetzt natürlich im einfachsten Fall hier einfach draufschrauben. Das wird auch, wenn man die vorkonfektioniert kauft, teilweise so gemacht.
In meinem Fall möchte ich das nochmal zu verkomplizieren sozusagen, beziehungsweise ich habe einfach hier nochmal andere Anforderungen. Zum einen möchte ich diesen gesamten Verteiler in Schutzklasse 2 ausführen. Das ist jetzt keine, streng genommen keine Vorgabe. Das gilt nur für Zählerschränke, nicht für Verteiler in dem Bereich jetzt. Aber ich möchte das eben trotzdem tun, weil ich das für gute Praxis halte. Und daher gilt es eben, die metallischen Komponenten hier zu isolieren. Dafür gibt es sogenannte Isolierstücke in verschiedenen Konfigurationen. Und damit kann man eben die Hutschienen hier nochmal, die man dann senkrecht hier anbringt auf den Tragschienen, isolieren durch Kunststoff, und dadurch haben sie eben keine elektrische Verbindung, keine Leitfähigkeit zum Schrank bzw. zu den Tragschienen. Der Schrank selbst ist ja auch Schutzklasse 2, ist isoliert, also auch diese Schienen müssten nochmal hier isoliert sein, dadurch, dass sie auf Plastik liegen. Aber insgesamt eben, wie gesagt, Schutzklasse 2, das vielleicht im Hinterkopf behalten, falls ich hier jetzt irgendwie noch andere Dinge tun, die nicht ganz ersichtlich sind. Das hat meistens oder wird den Grund haben eben, dass ich hier alles isolieren möchte. Die erste Hutschiene, die wird eben hier die oberste Reihe, die wird eben die Reihenklemmen später aufnehmen. Die Reihenklemmen gehen ja hier weg, nach oben hin, ins Haus hinein, und die Reihenklemmen verbinden eben die Leitungen, die weggehen, mit den Innereien des Verteilers und sorgen einfach dafür, dass das so ein bisschen entkoppelt voneinander ist, dass man da im Notfall auch mal was umstecken, erweitern kann, ohne jetzt hier irgendwie Leitungen im gesamten Schaltschrank verändern zu müssen, beziehungsweise ohne dass die starren Leitungen, NIM-Leitungen, die hier von oben eingeführt werden, durch den ganzen Verteiler geführt werden müssen. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass es die Hutschiene in verschiedenen Varianten gibt. Also zweifältige Hutschiene ist nicht gleich zweifältige Hutschiene. Das hatte ich jetzt auch nochmal lernen müssen. Ich hatte aus einem anderen Projekt eben viele zweifältige Hutschienen, aber des falschen Typs. Denn in Verbindung mit diesen Isolierstücken müssen die Hutschienen wirklich ein bisschen länger sein. In Verbindung mit den anderen Isolierstücken, die ich euch gleich noch zeigen werde, müssen sie wieder ein bisschen kürzer sein. Auch die Löcher sind hier teilweise anders. Also man könnte die jetzt nicht einfach, oder man soll die nicht einfach abtrennen. Dann passen einfach diese Nasen hier und die Löcher nicht zusammen. Insofern muss man halt für die passende Einbausituation die passenden Komponenten bestellen. Der Produktkatalog von Hager ist an der Stelle wirklich groß und umfangreich und man findet für alles Lösungen. Aber man muss eben auch sich damit auseinandersetzen und die richtigen Komponenten kaufen und bestellen. Dieser Hutschiene, die Schrauben waren jetzt hier bei der Hutschiene dabei und bei den Isolierstücken waren wiederum andere Schrauben dabei, denn die Schrauben sind ein bisschen länger hier für diese Isolierstücke, denn der Kunststoff ist an der Stelle einfach auch ein bisschen dicker und das gilt es jetzt hier eben zu installieren. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, genau, das kommt so hin, das wiederum kommt so hin, wird hier jetzt verschraubt. Und jetzt zahlen sich eben die Markierungen aus, die ich hier gemacht habe, denn ich weiß jetzt einfach, wo die Mitte hier entsprechend der Reihe ist. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie rum hier diese Isolierstücke genau geschraubt werden. Das wird dann später so montiert werden. Und damit kommt das dann eben so hin. Jetzt muss man eben noch die Mitte finden, genau. Das dürfte dann entsprechend so aussehen. So. Gibt es da ein richtig und ein falsch rum? Nein, das ist, kann man in beide Richtungen verschrauben. Und dann kann man das hier jetzt eben einschrauben. So, okay. Und da braucht man jetzt, wie gesagt, in dieser Einbausituation die längeren Schrauben. Die lagen dort bei. Das sind jetzt allerdings die kurzen, das sind die langen. Dann muss man das jetzt mal einfach irgendwie zusammenschrauben. Hier muss man eben besonders aufpassen, ist wie gesagt Kunststoff. Insofern ist noch wichtiger, hier das richtige Drehmoment einzustellen, damit hier nichts zerbricht dabei. Damit wäre jetzt eben auf der ersten Seite das Isolierstück schon mal montiert. Jetzt machen wir dasselbe auf der zweiten Seite und das ist dann am Ende eben wie irgendwie IKEA-Möbel. Hier gibt es eine Menge von Löchern. Da muss man eben schauen, dass man die richtigen trifft. Eventuell auch mitzählen, dass das einfach nachher zusammenpasst mit dem und auf allen Seiten eben auf der richtigen Höhe montiert ist. Jetzt hat es
Das hat leider nicht geklappt. Leider habe ich auch hier gerade nicht das ganz perfekte Werkzeug. Denn man bräuchte hier eigentlich noch eine Verlängerung, dass man da besser schrauben kann bei der Schrankhöhe im Seitenbereich. Muss ich gleich mal schauen, ob ich da noch irgendwas finden kann. Denn so ganz ideal ist das hier nicht. So, damit werden jetzt die beiden äußeren Isolierstücke eben installiert. Die Hutschnur wird jetzt hier eingesetzt. Man könnte das jetzt natürlich so lassen, aber es gibt auch tatsächlich ein passendes Isolierstück hier für den Mittelbereich. Das wird dann eben hier eingesetzt und auch das gilt es hier zu installieren. Auch hierfür lagen wieder Schrauben bei, die ich gerade hier irgendwo verloren habe. Da ist sie. Ja gut, dann schrauben wir eben hier auch nochmal 4 Schrauben rein. Das ist sicherlich auch irgendwo ein bisschen übertrieben, so ein Teil hier mit 4 Schrauben zu montieren. Interessanterweise sitzt das hier so ein bisschen schief auch. Eben nicht hundertprozentig gerade. Das heißt, wir drehen hier. Das so hinein. So. So, damit sitzt das jetzt gerade, ist eben ordentlich befestigt. Die Tragschienen müssen eben auch erst in Position rutschen. Die hatte ich eben vorher vielleicht schon ein bisschen zu fest gezogen. Und damit habe ich jetzt hier eben die erste Reihe eingesetzt. Aktuell ist die jetzt eben wirklich nur eingesetzt. Es liegen dann auch wieder Schrauben bei, mit denen man das dann die Hutschiene selbst nochmal an den Isolierstückchen fixieren kann. Das machen wir jetzt hier an der Stelle einmal. Und an der Stelle einmal. Und dann noch an den äußeren Isolierstücken jeweils einmal. So, die oberste Hutschiene ist damit also montiert und jetzt gilt es einfach in den nächsten Schritten weitere Hutschienen zu montieren. Jetzt hatte ich im Hintergrund mir eben noch schnell mein Duspol geholt. Ich möchte einfach zwischen den einzelnen Schritten sicherstellen, dass hier die Schutzklasse 2 Anforderung bestehen bleibt. Das heißt, mit dem kann ich hier wie bei einem Multimeter eben auch auf elektrische Durchgängigkeit prüfen. Wenn ich hier eine Verbindung besteht, eine elektrische zwischen den beiden Prüfspitzen, piept das Ding. Man kann sehen, auf einer Tragschiene besteht diese elektrische Leitfähigkeit. Wenn ich zwischen verschiedenen Tragschienen messe, dann eben nicht. Also der Schrank ist schon mal isoliert, schon mal die Tragschienen voneinander. Und durch die Isolierstücke hier sind eben auch die, ist eben auch diese Hutschiene von den Tragschienen isoliert. Das wollte ich jetzt hier an der Stelle einfach nochmal verifizieren. Dann ist es einfacher, wenn ich ganz am Schluss feststelle, hier besteht eine Verbindung, dann weiß ich ja nicht, durch welches Teil. Dann muss ich im Zweifel alles nochmal auseinanderschrauben. Und insofern werde ich das jetzt hier ab und an mal prüfen. Die Isolierstücke, das ist wirklich qualitativ hochwertig von Hager, was hier geliefert wird. Da gibt es auch hinten jeweils nochmal so eine Art Kappe, in die man quasi die Schraube reinschraubt oder der Außenteil des Gewindes sozusagen. Das heißt, diese gesamte Schraube ist hier umhüllt. Man kann auch von hinten jetzt nicht an die Schraube geraten oder ein Kabel, das sich da irgendwie an die Schraube kommt oder aufkratzt. Das sollte hier eben nicht passieren. Und das ist eben qualitativ hochwertig, elektrisch eben nicht leitend, gleichzeitig aber mechanisch super stabil. Und nach diesem Schema bzw. nach einem ähnlichen Schema bauen wir jetzt noch die anderen Reihen ein und schauen uns auch mal an, was der Unterschied zu der obersten Reihe sein wird. Die weiteren Reihen könnte man jetzt natürlich nach demselben Schema hier installieren, entweder mit oder ohne Isolierstück, je nachdem, ob das einem wichtig ist oder nicht, beziehungsweise ob man halt diese Isolierung braucht an der Stelle oder auch nicht. Ich habe mir jetzt für die weiteren Reihen und Hutschienen hier was anderes überlegt, und zwar in Form von sogenannten Hutschienenträger mit Leitungsführung. Das Ganze hatte ich auch an anderer Stelle schon so ein bisschen angedeutet. Das sind einfach spezielle Hutschienenträger, die werden auch hier wieder auf der Tragschiene montiert. Bieten aber, also man kann das schon sehen, es gibt hier einen leichten Höhenversatz zwischen der
Hutschiene, die eben auf den Isolierstücken bzw. direkt auf den Tragschienen montiert ist, und den Hutschienen, die auf diesen Hutschienenträgern installiert werden. Dieser Versatz hier, das dürften auch so 3-4 cm sein, in Verbindung mit dem Profil hier, das kann eben genutzt werden, um hier Leitungen zu führen. Und das kann man eben so nutzen, um hier einen vertikalen Leitungskanal aufzubauen. Das heißt, wenn man mehrere solche Hutschienenträger hier installiert, hat man hier die Möglichkeit, Leitungen zu führen, und dadurch kann man einfach die Leitungen zwischen den Hutschienen, zwischen den verschiedenen Reihen untereinander verbinden, beziehungsweise die Leitungen halt dorthin führen, und kann das aber geordnet tun. Die Kabel laufen jetzt nicht mehr hinter den Hutschienen irgendwie wild umher, sondern die werden dann geordnet zur Seite geführt, dort in diesen Hutschienenträger und dann eben nach oben zu der Reihe, wo sie dann benötigt werden. Das gilt es jetzt eben zu installieren im nächsten Schritt. Das Ganze kann man entweder ein- oder zweifeldig tun. Ich habe mich jetzt entschieden für die Variante einfeldig. Das heißt, ich werde die jeweils hier und hier setzen, so wie auch hier und hier. Werde dort jeweils kurze Hutschienen installieren, nämlich in dieser Form hier. Und ja, habe dadurch einfach mehr Möglichkeiten, hier Leitungen zu führen in der Vertikalen. Ansonsten hätte man ja nur ganz außen die Kanäle. Das sollte eigentlich auch reichen, aber wir werden mal sehen, wie viele Leitungen es hier gibt, die nach oben und nach unten führen werden. Falls das zu viel werden sollte, kann man natürlich das immer noch relativ leicht umbauen, indem man die zwei in der Mitte herausschraubt und dann einfach eine lange Hutschiene einsetzt. Das ist jetzt nicht das große Problem. Zur Länge der Hutschiene gibt es vielleicht auch noch zu sagen, dass diese Länge hier eben abgestimmt sein muss, oder es müssen die passenden Hutschienen für dieses System sein, für diese Hutschienenträger. Denn die Hutschienen hier sind etwas kürzer als das obere in der oberen Variante. Man kann das hier sehen, das sind, soweit ich weiß, 1,5 cm hier von jeder Seite. Das heißt, diese Hutschiene ist 3 cm kürzer als das einfältige Pendant dieser Schiene. Das heißt, man kann hier die nicht untereinander verwenden. Diese Hutschiene könnte ich jetzt nicht verwenden für eine zweifältige Installation in dieser Form, beziehungsweise könnte ich die einfältige Version davon eben nicht benutzen für diese Hutschienenträger, sondern da muss man einfach aus dem Hager-Katalog die passenden Komponenten miteinander verbinden. So, und das Ganze bauen wir jetzt eben mal zusammen auf. Dieser Hutschienenträger besteht ja aus zwei Teilen. Einmal diesen metallischen Trägerteil, der die mechanische Stabilität sicherstellt, und einmal hier auf so einen Plastikeinsatz. Das kann man voneinander trennen. Muss da ein bisschen herumfummeln. Und dann installieren wir die einfach mal. Hier liegen übrigens keine Schrauben bei. Das war auch eine Lektion, die ich lernen musste. Das heißt, man muss eben die Schrauben immer mit dazu bestellen. Und dann kann man das hier zusammenschrauben. Die Markierungen erweisen sich hier eben auch wieder als nützlich, denn dadurch weiß ich einfach, wo jeweils die Mitte der Reihe ist, und kann dadurch dann entsprechend diesen Hutschienenträger installieren. In dem Fall muss ich ein bisschen mehr Drehmoment einstellen, und dann schrauben wir jetzt einfach hier na, die Schraube möchte nicht so, wie ich möchte. Sollte aber eigentlich passen. Genau, und dann schrauben wir das hier jetzt einfach zusammen. Das gilt es jetzt hier eben 6, 12, 24 Mal zu tun. Das mache ich jetzt einfach mal so ein bisschen abseits der Kamera, und dann sehen wir uns wieder, sobald das hier alles installiert ist.